So, vielen Dank, dass ich hier einen Vortrag halten kann zu Chaos macht Schule. Das Projekt wurde vom CCC Deutschland initiiert, schon 2007. In Österreich sind wir da auf mehreren Ebenen hinterher, vor allem auch auf politischer. Deswegen ist es auch höchste Zeit, dass so eine Initiative nach Wien und Österreich kommt. Und der Schwerpunkt soll vor allem auf Multiplikatoren wie Lehrende liegen, also auf Lehrpersonal. Aber natürlich wird es ebenso Vorträge geben, die sich an Eltern richten. Wie geht man mit Mobbing im Internet um, das die eigenen Kinder betrifft, etc. Und es wird auch Vorträge geben, die speziell auf die Schüler und Schülerinnen zugeschnitten sind. Und das Ganze wird von Chaoten und Chaotinnen, die es ja jetzt wieder organisiert gibt in Wien, durchgeführt. Und ich bin Teil des Koordinationsteams von Chaos macht Schule und bin dann auch später sehr gerne für Fragen noch zur Verfügung. Einen kurzen Überblick zu den Themen, die wir auf jeden Fall behandeln wollen, lässt sich auch gut mit dem Stichwort Medienkonsum, hat noch nichts mit Medienreflektiertheit, Media Awareness zu tun. Es fällt auch manchmal das Wort Medienkompetenz. Ich traue mich gar nicht, das in den Mund zu nehmen. Und ja, da wir in Österreich nicht alleine sind in Wien, soll es auch noch andere Städte geben, wo ähnliche Projekte gegründet werden oder teilweise auch schon durchgeführt. Das sind zum Beispiel die Innsbrucker, die auch Interesse daran haben, etwas Ähnliches aufzuziehen und mit denen wir in Kontakt stehen. In Linz gab es vor 2 Jahren die Young Coders, die eventuell auch dieses Jahr wieder etwas Ähnliches auf die Beine stellen. Und da Österreich nicht die Welt ist, wie wir alle wissen, sind wir auch international, europaweit vernetzt. Zum Beispiel mit Hack in the School in den Niederlanden. Die haben hier zum Beispiel auf einer Konferenz Talks gehalten und sich organisiert. Das Ganze geht von einem Hackerspace in den Niederlanden eben aus, Random Data heißt er. Und mit denen stehen wir genauso in Kontakt wie mit Initiativen in Deutschland, die auch schon einiges an Erfahrung mitbringen können und vorweisen können. Und zum Thema Erfahrung vorweisen und austauschen wird es dann auch vom 24. bis zum 26. Juni, also schon dieses Monat, ein Geekend geben, an dem es Vorträge gibt, an dem wir Erfahrungen austauschen, Materialien, an dem wir uns besser vernetzen können. Und alle Menschen, die daran interessiert sind, am Thema Chaos macht Schule in Österreich voranzubringen, sind natürlich herzlich eingeladen zu diesem Geekend. Nähere Infos gibt es dann auch noch über die Mailingliste und ähnliche Kommunikationsmittel. Und das ist dann auch gleich ein Aufruf, mitzuhelfen. Es gibt sehr viel zu tun. Es gibt einerseits die Möglichkeit, selber an Schulen zu gehen, sein Wissen zu verbreiten, Vorträge zu halten, wobei natürlich jeder sich an die Alters- und Zielgruppe orientieren kann, mit denen er am besten zurechtkommt und wo er am ehesten Wissen vermitteln möchte. Es gibt die Möglichkeit, organisatorisch zu helfen, also am besten dann an mich sich wenden, bitte. Und bei den Inhalten erstellen helfen und mitzuentwickeln. Und darüber hinaus ist es natürlich auch wichtig, dass vor allem Leute, die selber an Schulen sind, die Kontakt haben zu Schulen, zu Direktoren, die selber Lehrer sind und sich denken, boah, cool, das bräuchte man eigentlich bei uns in der Schule, weil da gab es ja diesen Vorfall erst vor kurzem. Die sind genauso herzlich dazu eingeladen, unabhängig davon, welchen Wissensstand
eventuell diese Personen schon haben oder auch nicht. Das heißt, soll kein Hackerprojekt bleiben. Wir wollen damit an alle Schulen gehen und das möglichst weit verbreiten. Und da gibt es auch dann die Kontaktadresse schule@c3w.at, die ihr auch auf der Webseite dann finden könnt. Ja, und unter der könnt ihr euch dann melden. Und so. Bei den Vorträgen möchte ich nochmal kurz darauf eingehen, dass es besonders wichtig ist, die Inhalte nicht nur zu vermitteln, sondern aktiv mit den Lehrern und Eltern zusammenzuarbeiten. Es gibt auch schon sehr schön aufbereitete Themen, zum Beispiel hier von Safer Internet, was nur ein Beispiel von vielen ist. Und in Zusammenarbeit dann mit Schülern, die man in Workshops einbindet und mit denen man Projekte verwirklicht, Fragen beantwortet etc., kann man auch auf diese schon sehr viel vorhandenen Informationen zurückgreifen. Und ja, das heißt, mit Chaos macht Schule wollen wir vor allem dieses Randthema, das sehr auf netzkritische Personen und Infrastrukturen gedrängt ist und nicht wirklich in der breiten Masse ankommt, das wollen wir ändern. Und dafür brauchen wir nicht nur Mithilfe und Geekend und unter anderem auch Wikis und ähnliches, sondern vor allem auch sehr viele Menschen, die es interessiert, weshalb es mich auch sehr freut, dass so viele heute da sind. Und ich hoffe, es entwickeln sich danach auch noch interessante Diskussionen um das Thema herum, wie schon letztes Mal beim C3W-Treffen. Und ja, ich würde jetzt noch eine kurze Fragerunde und ein Schlusswort machen, wenn ich so abrupt enden darf und mich einfach nicht an die Zeit halte. Kurz und knackig. Vielen Dank für den kurz und knackigen Vortrag. Gibt es Fragen dazu? Anregungen? Ideen, Erfahrungen? Nein? Alle so still heute, das muss irgendwie... Okay, eine Frage, sehr schön. Nachdem ihr das Projekt jetzt schon länger angekündigt habt, würde mich interessieren, gibt es schon Feedback, Interesse von Schulen? Ja, es gab schon ganz konkret Interesse von Schulen aus Niederösterreich, die angefragt haben. Und es gibt auch schon Lehrpersonal, das uns angesprochen hat und Interesse bekundet hat. Wir hoffen, dass sich eine gute Zusammenarbeit und natürlich auch noch mehrere Kontakte ergeben. Das hört sich sehr vielversprechend an, wie ich finde. Sonst noch Fragen dazu? Dann vielen Dank und viel Erfolg damit. Und ja, auch hier besteht die Möglichkeit im quasi nach der Veranstaltung sich noch ein bisschen auszutauschen bei Bierchen oder Club Mate. Dankeschön, noch einen kleinen Applaus bitte.